dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hochverehrtes Publikum, so wie das ausschaut, ist das heute der letzte Teil dieser munteren Skepsis-Trilogie auf dem Gleichsatzkanal. Es hat mich sehr gefreut. Sie waren ein dankbares Publikum. Ich werde mich etwas an das Zeitschema halten müssen, um die 30-Minuten-Grenze nicht zu überschreiten. Und da sich der Rest für einen Teil 15 nicht mehr eignet, beziehungsweise dann zu kurz wäre, machen wir heute das alles zu Ende und schon geht's los. Die Nummer 40, die eleusischen Mysterien, die in die eleusischen Geheimnisse Mysterien eingeweihten, gelangen nicht nur zum Zweifel an der Wirklichkeit der sinnlichen Dinge, sondern nötigenfalls auch zur Verzweiflung. Diese Weisheit konnten wir schon in einer vorigen Folge bewundern. In der Stufe der Verzweiflung kommt dann der Guru und nimmt dich bei der Hand und du glaubst alles, was man dir erzählt. Genau aus diesem Grund wurde auch die Vorstellung der Folter aufgegeben, weil dabei nichts Vernünftiges herauskommt, aber ich schweife ab. Hier ist die nächste Nummer 79, das Tau des Nichtzweifels. Also diese, wie war das oben nochmal? Noch eins weiter. Der Unbeirrte, wo war der Unbeirrte? Der Unbeirrte. Da ist es noch weiter her. Ja, das ist jetzt eine Art von Zweifel. Unerschütterlich, nicht unbeirrt, unerschütterlich. Hier wollte ich hier. Jetzt hat sich der negative Zweifel der Sinnlosigkeit, kein Ergebnis, dann doch noch in einen Erfolg verwandelt. Die Unerschütterlichkeit. Wird dann hergestellt nach der absoluten Verzweiflung. Aber schon kommt die Nummer 74. Was eins ist, kann man letzten Endes nicht mehr fragen. Das wäre jetzt auf logischem Weg das begründete Ende des rationalen Verstandes bei der Einheit, die dann auch einen selbst mit einschließt und dann ist keine Differenzierung mehr gegeben, also kann auch keine Logik, findet auch keine Sprache mehr statt, weil mit diesem Eins ist ja nicht die Nummer Eins gemeint, sondern eben diese allumfassende Einheit wird gern auch zum Gottesbegriff gemacht, aber da hört sich's dann eben auf mit der Schulweisheit und überhaupt mit dem rationalen Verstand. Ist es überhaupt nicht so weit her, wie man vielleicht denken möchte, aber
das ist noch lange kein Grund, um in Verzweiflung oder Resignation zu fallen. Da geht's erst richtig los. Aber eben auf ethischem Gebiet, da gilt es zu klären, was richtig und was falsch ist, was zuerst kommt und was erst nachrangig zu behandeln ist und dergleichen. Dann kommen wir nach Israel zur Kabbalah. Gershom Scholem, ein verdienter Mitarbeiter um die jüdische Mystik. Für Scholem ist das mystische Denken nicht aus Frage und Antwort konstituierbar. Da hätten wir wieder den Buddha, wer fragt, irrt schon, und wer antwortet, irrt auch. Das war hier in der letzten Folge. Also noch öfter mich derartig zu irren, das wäre jetzt etwas zu viel verlangt. Wir kommen zu Nummer 59. Es ist sinnlos, über die Kategorien von Raum und Zeit hinaus zu denken, weil wir ohne Raum und Zeit immer schon vorauszusetzen gar nicht denken und fragen könnten. Also hier nochmal ein weiteres Kriterium der Sinnlosigkeit oder des Endes, Genitiv, des rationalen Verstandes, der immer die Kategorien von Raum und Zeit zur Voraussetzung hat, um überhaupt zu sinnvollen Aussagen kommen zu können, dass etwas eben in einem Raum stattfindet und zu einer Zeit stattfindet. Wenn diese Merkmale nicht mehr relevant sind oder nicht mehr stattfinden, dann ist Tür und Tor für alles Mögliche, dann ist alles möglich. Aber dann hört sich's eben auch mit dem rationalen Verstand und der Norm der logischen Folgerichtigkeit auf. Die Nummer 36, Sinn ergibt sich aus der Enthebung, aus der Fraglichkeit. Das wage ich jetzt wieder zu bezweifeln, weil keine Fraglichkeit, das heißt überhaupt nichts, da kann etwas in Ordnung sein. Das heißt, dann wäre ja schon ein Sinn gegeben. Also, so intuitiv, spontan, auf den ersten Blick gefällt mir das nicht, dass sich allein aus der Fraglichkeit, die muss ja irgendwie klar sein, um was für eine Art von Fraglichkeit es sich da handelt, und dann da allein schon auf einen Sinn zu setzen, dafür einen Sinn, da ist noch jede Menge anderes zu klären, was da an Werten, warum Gültigkeit, Geltung hat und warum. Und wenn diese Fragen nicht geklärt sind, da kann die Fraglichkeit enthoben sein, wie sie will, da ergibt sich kein Sinn. Gut, so viel zu der Nummer 36. 92 heißt, der Zweifel kann nur durch die Tat beendet werden. Das ist jetzt auch wieder so wie mit der Fraglichkeit. Ich denke mal, dass noch so viel Tat, das kann auch ein blinder Aktivismus sein, der in keinster Weise reflektiert ist, um eben einen Zweifel zu beenden, der eigentlich mit etwas mehr Reflexion oder vielleicht durch die
Hilfe eines Freundes dann ohne weiteres geklärt werden, wo dann eben noch weitere Alternativen unter Umständen zur Verfügung stünden, indem dann noch nicht zur Tat geschritten wird, sondern wie gesagt, noch weitere Alternativen zur Verfügung stehen, um dann an anderer Stelle zur Tat zu schreiten oder so. Also ist mir das jetzt hier etwas zu verabsolutiert mit diesem allein. Würde ich jetzt nicht so sprechen. Allerdings, um jetzt bei der 138 zu landen, kenne ich durchaus die Momente, in denen ich von einem Gefühl eingenommen wurde, dass man durchaus mit einem Zertreten eines Schlangenkopfes vergleichen könnte. Denn tief im Inneren hasse ich die Ambiguität und die Zweideutigkeit und die Dialektik und welche Formen das Prinzip Schlange am Boden kriechen, sich schlängelnd zwischen diesem und jenem. Und schon geht's weiter. 126. Der Skeptiker vertritt die Auffassung, dass die Wahrheit eines Urteils nicht erkennbar ist. Eben wieder die objektive Wahrheit. Das ist der Punkt. Objektiv oder eben nicht allgemeingültig, wenn diese. Es macht eben den Unterschied, ob ich von einer objektiven, allgemeingültigen Wahrheit spreche oder eben meiner Wahrheit, die für mich auch jetzt, macht jetzt wenig Sinn, den Begriff überhaupt abzuschaffen, weil dafür jeden Einzelnen, der eben für sich eine Wahrheit erkannt hat, auch den Begriff beibehält, auch dementsprechend sich verbindlich verhält, also auch eine Verpflichtung dadurch eingeht, so wie eben jemand, dem man beim Wort nehmen kann, bei einer Bedeutung, bei der Bedeutung eines Wortes, der sich dann nicht wie die Schlange schlängelt zwischen diesem und jenem, um nicht dass man eher nicht habhaft wird. Um das geht's, um die Objektivität bei der ganzen Geschichte. Der Skeptiker ist Relativist, da heißt jetzt auch wieder aufpassen, um nicht in die Relativismusfalle zu treten. Objektivistisch an sich gesprochen ist die Relativierung bzw. den an sich Status durch eine Bezüglichkeit eben in Relation zu setzen durchaus eine geläufige Methode des kritischen oder überhaupt skeptischen Denkens, weil es eben um die Entthronung des Absolutismus geht. Aber Relativist heißt jetzt nicht, um bei der Schlange zu bleiben, sich immer, dass jetzt alles als relativ erklärt wird und man sich dann dadurch aller möglichen Verbindlichkeiten entledigen kann.
Das ist nicht der Fall. Relativismus heißt nur, dass eben der Standpunkt relativ ist als solcher an sich. Aber ist der Standpunkt einmal eingenommen, dann ist die Perspektive festgelegt. Da ist dann nichts mehr relativ. Okay, die nächste Nummer. Der Skeptiker bestreitet, dass es eine Methode gibt, um sich selbst oder einen anderen zu irgendeiner Überzeugung zu zwingen. Hier hilft auch wieder die Objektivismusbrille bzw. der Filter durch die Kategorie Objektivität. Es geht hier um eine objektive Überzeugung, eine allgemeingültige Überzeugung. Die ist da, dazu kann niemand gezwungen werden, weil die unbegründet ist. Es gibt keinen rationalen, logischen, vernünftigen Grund, einen bewiesenen, einen Beweis der Allgemeingültigkeit. Dann der nächste Punkt, die einzig wirklich relevante Frage ist für Sokrates, die nach Gut und Böse, und das ist insofern von Bedeutung, dass eben, wenn die Frage der Objektivität und überhaupt dieses einen Bereichs, der angeblich moralfrei ist und wertneutral, wenn das geregelt ist, dann ist eben alles Ethik und die Probleme müssen auf ethischem Gebiet geklärt werden. Und so gesehen sind eben die einzig wirklich relevanten Fragen dann die nach Gut und Böse. Nummer 124, der Skeptiker zweifelt an jeder Möglichkeit von Wahrheit und Gerechtigkeit. Hier gilt es auch wieder zu differenzieren. Eine allgemeingültige Wahrheit ist nicht möglich, genauso wie eine objektive Gerechtigkeit, eine allgemeingültige Gerechtigkeit, beziehungsweise ein alles über einen Kamm scheren, etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat. Gerechtigkeit ist immer eine des Maßes bzw. Der Relation, und das, was unbedingt dann für jeden einzelnen Menschen als Prinzip zu gelten hat, was im Grunde quasi Gewissensfrage ist, das ist dann nochmal der andere Punkt, der zu berücksichtigen ist. Wenn jetzt es sind ja im Grunde genommen Forderungen, die hier gestellt werden beim Begriff Gerechtigkeit, genauso wie bei der Freiheit. Es ist ja immer eine Forderung nach Freiheit, und diese Forderung, die ist dann eben zu begründen. Die ist logisch, widerspruchsfrei und folgerichtig zu begründen, um dann eben zu einer Einigung zu kommen, die von beiden Seiten anerkannt wird und deshalb nicht zu weiteren Konflikten führt. Die Nummer 31, es gibt weder Gut noch Böse, sondern nur Glaube und Zweifel. Das ist jetzt ein Level quasi auf Sektenniveau. Da wird man dazu gebracht, das zu glauben, das Gut und Böse, das ist wieder so Schlangenargumentation. Das von Gut und Böse will die Schlange nichts wissen.
Und deshalb windet sie sich. Und sie windet sich, indem sie Gut und Böse, diese Entscheidung und das Urteil in Glaube und Zweifel verwandelt. Was heißen würde, egal welcher Glaube da im Spiel ist, ist er gut und egal welcher Zweifel, wie auch begründet, wäre schlecht oder das würde dann auch überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und genau mit dieser Argumentation kriegt man dann die Leute, dann alles Mögliche zu machen. Weil eben jeder Zweifel, den sie dann haben, wenn man in irgendeine etwas, wovon dann im Nachhinein dann, ich konnte gar nicht glauben, wie ich überhaupt so denken konnte, gibt es auch viele ehemalige DDR-Bürger, die dann derart ihr Bedauern äußern, wie das überhaupt möglich war. Das ist eben nur, wenn nur Glaube und Zweifel eine Rolle spielt, aber das nicht, da keine Begründung. Der Verstand ist da nämlich ausgehebelt. Das spielt sich alles auf einer emotionalen Ebene ab. Und deshalb schreiten wir jetzt auch weiter zu Punkt 48. Nicht deshalb, sondern eher, weil es vernünftig ist, sich da nicht weiter auszulassen. Zumindest habe ich gerade das Gefühl. Die Skeptiker und Kyniker behaupteten, 8 Minuten, mit dialektischen Mitteln, dass alles Erkennen überhaupt niemals zur Wahrheit, sondern nur zu einem Scheinwissen führen könne. Sie endeten in einem schrankenlosen Relativismus und Konformismus. Konformismus, denn wenn es keine objektive Wahrheit gibt, so ist das Vernünftigste, sich den jeweils herrschenden Glaubensvorstellungen und Sitten, was ist das, anzupassen. Das ist natürlich Unfug, weil die objektive Wahrheit, das Fehlen der einer objektiven Wahrheit andere Normvorstellungen in den Vordergrund rückt und diese zu bezweifeln und auch ist immer eine Auseinandersetzung dann, welchem Gut jetzt der Vorrang in einer bestimmten Situation zu gewähren ist. Und diese Auseinandersetzungen müssen stattfinden. Dieses Anpassen, da spricht dann eher wieder die Schlange der aus einer Machtposition heraus, will einem dann eine Konformität aufdrücken. Aber nichts da. Die nächste Nummer, wer skeptisch denkt, kommt zu keiner positiven und zu keiner negativen Aussage und beharrt in der Enthaltung von jeglichem Urteil. Ist es auch Blödsinn? Nichts ist gerecht, nichts ist ungerecht. Gilt dasselbe wie vorhin Gesagte. Immer, also diese Postulate gehen alle wie ganz selbstverständlich von einer objektivistischen Position aus. Und so dementsprechend sind dann hier auch die Formulierungen. Und da ist das meiste, wenn eben klar ist, dass mit Objektivität, Allgemeingültigkeit nichts zu wollen ist, dann fällt es eben unter den Tisch und fertig.
wird nicht mehr darüber gesprochen. Prinzipien dürfen nicht in Frage gestellt werden. Das möchte ich jetzt auch in Frage stellen. Die Prinzipien wären keine Prinzipien, wenn sie nicht in vielen Situationen schon einen Anhaltspunkt bieten, um etwas klarer zu kriegen, weil eben die verschiedenen Situationen immer verschieden sein können, können sie auch Prinzipien wandeln. Aber jetzt sage ich mal, das Prinzip, dass im Zweifelsfall immer der Freiheit der Vorrang zu gewähren ist, sage ich mal, das muss in den seltensten Fällen in Frage gestellt werden. Also ist nicht korrekt, es anzuzweifeln, kann man in Frage stellen, diesen 107er. Als nächsten Zeugen rufe ich auf René Descartes. Bitte sehr. Descartes spricht. Was nämlich das praktische Leben betrifft, so würde sehr oft die Gelegenheit zum Handeln verstreichen, bevor wir uns von allen Bedenken befreit haben. Nun ist es nicht so, dass man in jeder Situation eben immer das Rad neu erfinden muss, sondern da gibt es einiges, das schon aufgrund einer Erfahrung, einer gewissen Erfahrung, da gibt es sogar eine Erfahrung der ganzen Menschheit über Jahrhunderte und in allen möglichen Ländern, was nicht heißt, dass das immer richtig sein muss, aber dient eben als Anhaltspunkt. Und wenn es gelingt, so eine Jahrhundert Jahre alte Erfahrung umzustoßen, wie jetzt das Prinzip Objektivismus, dann ist auch schon viel erreicht. Womöglich ein weiterer Jahrhunderte dauernder Stillstand vermieden. Dann die nächste Nummer, ein Pragmatiker, der Erfinder sozusagen des Pragmatismus, Charles Sanders Peirce, der Paper Doubt, dürfte sich kaum auf die Küche erstrecken, dem kann ich zustimmen, also Paper Doubt im Sinne von Theorie und Papier, es ist alles nur Papier. Und auf die Küche, wenn es jetzt darum geht, wenn ich Hunger habe, dann werde ich nicht lange zweifeln, ob ich jetzt irgendetwas esse. Geht jetzt alles, es sind jetzt alles so Extrempunkte, wird jetzt kaum diesen verschrobenen Professor geben, der dann das Essen vergisst, kommt bisweilen vor, aber das ist eigentlich keine große Streitfrage, dass da jetzt jemand die animalischen Bedürfnisse in Frage stellen würde. Das ist auch nie der Punkt. Da, wenn es da Diskussionsbedarf gibt, dann sind da eher die Schlangen am Werk, die für Verwirrung sorgen, damit die Zustände so bleiben, wie sie sind. Und diejenigen, die auf eine Veränderung hoffen, immer heillos zerstritten sind. Die Nummer 109, man kann nicht Skeptiker sein, ohne die Natur zu vergewaltigen, nicht Dogmatiker, ohne auf die Natur zu verzichten. Das ist jetzt eben auch das. Um das geht es nicht. Natur und Trieb, da sind wir wieder im Bereich der Gefühle, wohingegen Skepsis eine Verstandesleistung ist. Der Dogmatiker ist da schon wieder weiter beziehungsweise rückschrittlicher, indem das Dogma viel mehr auf der Willenskraft beruht oder dem Willen zur Macht
was mit Willen auch wieder weniger Verstandesleistung ist. Jetzt ist meine Zeit um, aber ich mache weiter. Blaise Pascal, die Natur verwirrt die Skeptiker und die Vernunft verwirrt die Dogmatiker. Die Natur verwirrt die Skeptiker nicht. Das ist alles zu pauschal. Aber Sie wissen, was ich meine. Da, auf diesen 165 spielte ich schon einmal an. Es ist nicht gewiss, dass alles ungewiss ist. Es sind auch wieder so Bezugnahmen auf Absolutheiten. Alles ungewiss, sicher ist es nicht gewiss, dass alles ungewiss ist. Wer weiß schon, was alles ist? Niemand. Den Sinnen nicht blindlings vertrauen heißt nicht, sie zu verachten. Genau. Also diese Gefühlswelt hat ihre Berechtigung und ist eben alles in Maßen. Werden die Gefühle aber übermächtig und spielt der Verstand keine Rolle mehr, hat keinerlei Kontrollfunktionen mehr, dann ist Vorsicht geboten. Wir kommen zum nächsten Zeugen, David Hume. Sollte mich nun aber jemand fragen, ob ich einer jener Skeptiker bin, welche dafür halten, alles sei ungewiss und unser Urteilsvermögen besitze in keiner Sache und in keinerlei Weise einen gültigen Maßstab für Wahrheit und Unwahrheit. So würde ich sagen, diese Frage ist vollkommen überflüssig, allein schon wegen der irrelevanten Objektivität. Weder ich noch sonst irgendjemand jemals aufrichtig konsequent dieser Meinung gewesen. Nun ja, hat sicher jede Menge Leute gegeben, ob die jetzt, na gut, dann waren sie eben nicht aufrichtig oder konsequent, nur vielleicht nur dumm. Ja. Die Natur nötigt uns mit absoluter unabwendbarer Notwendigkeit Urteile zu fällen. Eben weil sie uns nötigt zu atmen, dem kann ich jetzt auch nicht zustimmen, weil das eben diese Bereiche nicht notwendigerweise so getrennt dargestellt werden können. Beziehungsweise die muss eben differenziert werden, ob es sich um einen qualifizierten Verstand handelt, der von keinen Gefühlen, Achtung, nicht gegendert, der von Gefühlen übermannt wird, weil in der Regel sind es ja auch die Männer, die immer oder von einem bestimmten Gefühl dann übermannt werden und das dann als Ausrede benutzen. Ansonsten wären es die Frauen. Aber jetzt genug der Pauschalisierungen. Die Nummer 152. Ich guck's du. Ja, das ist zu schaffen. 152. Joseph Marie de Girando betrachtet Betrachtungen über den Skeptizismus. Die einzige Art des Skeptizismus, welche uns noch nützlich sein kann, ist diejenige, welche uns mitten unter neuen Tätigkeiten in einer heilsamen Wachsamkeit erhalten wird, aber nicht diejenige, welche uns an allem Erfolg zweifeln lässt, also an allem Erfolg. Das ist mit Sicherheit unvernünftig, weil eben so totalitär. Heilsame Wachsamkeit oder überhaupt, wieso nicht nur Wachsamkeit? Wieso überhaupt Skeptizismus? Wieso nicht Wachsamkeit? Und darum handelt es sich im Grunde genommen ja. Es hat ja immer diesen negativen. Sind wir doch ehrlich? Das Wort Skeptizismus, die Kategorie, der Begriff, hat doch immer schon einen gewissen
negativen Beigeschmack gehabt. Nummer 18, eine Erkenntnis hat nur einen Wert, wenn sie aus uns selbst erwächst. Keine Autorität, kein Lehrer kann wirklich etwas lehren, außer dass er Zweifel weckt. Das war jetzt ein ehemaliger Sannyasin, gibt hier seine gesammelten Erkenntnisse zum Besten. Keine Autorität und kein Lehrer, außer dass er Zweifel weckt. Und dann, was ist dann mit den, werden die Leute mit ihren Zweifeln allein gelassen? Wenn dann kein Halt mehr ist, die landen dann in der Klapse. Hat es genügend gegeben. Jede Menge von diesen ausgeflippten Sektenjüngern mussten dann therapiert werden. Nummer 87, alles im Bewusstsein drängt auf Gewissheit und Unfraglichkeit. Ist jetzt auch wieder zu totalitär, absolut, immer mit alles, wenn irgendwo alles steht, dann sofort die Antennen ausfahren und wachsam sein. Gewissheit ist gut und schön, aber es kann diese Gewissheit zu einer Fuchtel der Fraglosigkeit werden und dann ist diese Unfraglichkeit wie ein unsichtbarer Sarg, in dem man begraben wurde und keine Geistestätigkeit mehr stattfindet. 46, der letzte Sinn der Skepsis liegt in der Unbeirrbarkeit. Ja, als Methode im Ausschlussverfahren, wenn das Ausschlussverfahren bedeutet, dass eben nur die Angelegenheiten, die mit fast tödlicher Sicherheit Unsinn sind, absurd, schlecht, eben auszusortieren, dann würde das zutreffen, dass es um die Unbeirrbarkeit geht. Aber das ist auch nicht der Punkt. Es geht darum, eben prüfen, die Werkzeuge zur Verfügung zu haben, um etwas zu prüfen. Und wenn jemand das Werkzeug der unmöglichen Objektivität, nenne ich es mal, zur Verfügung hat, dann kann er sich sehr viel nutzlosen Flitterkram, wer würde das sagen, keine Ahnung, im Augenblick, vom Hals schaffen und sich auf das Wichtigere konzentrieren. Nummer 59, eine Frage bedeutet die Methode des Suchens, nun gut, nicht unbedingt, kann sein, dass methodisch gefragt wird, aber muss nicht unbedingt sein. Die Methode des Suchens ist ein Kapitel für sich, da kommt es wieder darauf an, ist nur so an sich, kann man da nichts sagen, kommt es wieder darauf an, was wird gesucht und was ist dann der entsprechende Bezugspunkt. Da fällt mir ein Spruch von Blaise Pascal ein, der mir in Erinnerung geblieben ist in Bezug auf das Suchen. Da antwortet er einem Gottessucher auf, ich weiß nicht, was für eine Frage, was du suchst, ist das, was sucht.
So viel zur Methode des Suchens. Wir kommen zum nächsten Punkt, zum drittletzten Punkt, wie ich das sehe. Es sollte weniger nach Antworten gesucht werden, als danach, wie die Fragen zu formulieren sind. Dem kann ich nur zustimmen. Die Relevanz, was ist jetzt eigentlich das Problem? Das ist eine der wichtigsten Fragen. Die Leute, die alle bloß Antworten suchen wollen, die suchen eigentlich immer bloß nach etwas, was ihre Antworten unterstützt oder beweist. Das ist da mit Voraussetzungslosigkeit als wissenschaftlicher Tugend hat das nichts zu tun. Dann der vorletzte Punkt spricht auch nochmal eine Variante an. Misstrauen ist ein Zeichen von Schwäche. Heißt im Umkehrschluss, dass nur starke Persönlichkeiten Menschen sich erlauben können, zu vertrauen. Das wäre jetzt, kommt alles sicher vor, bloß wage ich jetzt zu bezweifeln, dass man dann damit auch einen berechtigten, begründeten Zweifel damit abdeckt und quasi als Misstrauen dann ausblendet, um nicht sich als schwach erscheinen zu lassen. Und die letzte Nummer in Teil 14 des heiteren Kategorienratens auf dem Gleichsatzkanal lautet, ist von einem Omnibus die Rede, lateinisch, die herrschende Sprache der Philosophen bis noch hinauf zu dem jüngst besprochenen Christian Wolff, 18. Jahrhundert, und dann Leibniz hat mir einen Schlenker ins Französische gemacht, aber das war die Bildungssprache und das dumme Volk konnte sich, hat an Latein nur das verstanden, was im Gottesdienst dann zur Sprache kam und nicht einmal das. Aber jetzt, dem ganzen Reigen ein Ende zu bereiten, Rubertus Meldenius von was weiß ich woher, in Necessaris Unitas, in Dubis Libertas, im Omnibus Caritas. Also das ist bewusst, so heißt natürlich so wie hier, aber in den notwendigen Dingen Einheit, in den zweifelhaften Freiheit, in allen aber Liebe. Und damit entlasse ich euch Zweifler in die raue Wirklichkeit des Alltags mit einem Peace und Out.